Es ist soweit, die vollständigen Spoiler zu One Piece Kapitel 1116 sind raus. Wird es wieder ein Hype-Kapitel werden? Wird es ein geisteskrankes Kapitel? Oder lässt der Hype nach und es wird eher ein ruhigeres Kapitel? Wobei, ein ruhigeres Kapitel im Egghead Allendark, könnt ihr euch das vorstellen? Also ich nicht. Finden wir es gemeinsam heraus. Es sei denn natürlich, du möchtest nicht gespoilert werden, dann schalte jetzt besser ab. Wenn du allerdings gespoilert werden möchtest und das mit gepflegter Regelmäßigkeit, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für mehr One Piece Spoiler und natürlich viel mehr One Piece Content. Kommen wir nun zu den Spoilern zu Kapitel 1116. Wir beginnen mit dem Titel. Dieser lautet Konflikt. Was für ein Konflikt, das werden wir innerhalb des Kapitels herausfinden, weshalb ich dem nicht vorgreifen möchte. Konzentrieren wir uns doch eher auf die aktuelle Cover-Story. Yamatos Stamp Rally, wie ich es bezeichne. Yamato ist immer noch nicht sehr weit gekommen, sie befindet sich immer noch in der Nähe der Blumenhauptstadt, die wir scheinbar im Hintergrund sehen. Sie befindet sich bei Otsuru, der Ehefrau von Kinemon, und scheinbar bekommt sie auch von ihr einen Auftrag, etwas mitzunehmen, denn sie erhält Medizin und Dangos. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Yamatos Stamp Rally so lange andauert, dass sie da unbedingt Medizin benötigen würde. Und sie ist ja auch gar nicht mehr verletzt, also könnte ich mir vorstellen, dass sie die Medizin irgendwo anders abgeben muss. Im Hintergrund sehen wir Urashima, den haben wir ewig nicht mehr gesehen. Erinnert ihr euch noch zurück? Er war dieser krasse Yogosuna Sumo-Ringer, den Ruffy besiegt hatte, kurz bevor er sich gegen Holden, einen der Headliner von Kaido, gestellt hat. Ich bin mal gespannt, welchen Text wir zu dieser Cover-Story bekommen, und ich hoffe stark, dass Otsuru uns mitteilt, für wen die Medizin und für wen die Dangos gedacht sind, denn wenn das genauso ist wie bei Kinemon, also 2 Ausgaben dauert, dann zieht sich diese Cover-Story schon ein bisschen in die Länge und würde so ein bisschen die Spannung herausnehmen, und ich halte große Stücke auf dieser Cover-Story, versteht mich nicht falsch, aber warten wir das eigentliche Kapitel mal ab, bevor wir das kritisieren, und steigen jetzt zu den Spoilern ein zu diesem Kapitel, und wir beginnen mit jeder Menge Reaktionen auf die Worte von Vegapunk. Aber scheinbar ist da kein Charakter drunter, den wir namentlich kennen, sind also mehr oder weniger random Leute, die sich natürlich eine Frage stellen, und zwar zu dem Krieg, der vor 800 Jahren getobt hat und laut Dr. Vegapunk immer noch andauert. Das verstehen sie nämlich nicht so ganz, denn wie soll ein Krieg immer noch andauern, wenn doch die ganzen Leute vor 800 Jahren inzwischen tot sind? Und warum sollte ein Krieg weiterhin toben, wo doch gar keiner weiß, dass der Krieg überhaupt noch fortgesetzt wird? Also sie stellen hier die Worte von Dr. Vegapunk etwas in Frage, was ich aber sehr gut verstehen kann, weil es klingt ja doch etwas absurd. Was aber super interessant ist, dass wir während diesen Reaktionen einen Wechsel nach Mary Joa machen in den Raum der Blumen, und dort sehen wir Imu, da hier nichts weiter genannt wird, höchstwahrscheinlich weiterhin nur als Silhouette. Und er läuft auf ein Porträt, also ein eingerahmtes Bild zu, wo wir eine Frau sehen, die sehr große Ähnlichkeit zu Vivi hat. Also nicht Vivi ist, und da gehen wir natürlich stark davon aus, es handelt sich hierbei um Nefeltari die Lily, die Vorfahrin von Vivi, die scheinbar ein großer Lookalike war. Was natürlich auch erklären könnte, warum Imu von den Gorosei verlangt hat, ihm Vivi zu bringen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, er hat sehr aggressiv darauf reagiert, als Cobra ihm enthüllt hat, dass auch die Nefeltari-Familie zum Clan der Die gehört. Aber warum hat er immer noch ein großes Porträt von Lily dort hängen? Lily ist ja irgendwo verschwunden, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Weltregierung da ihre Finger im Spiel hatte, aber scheinbar war Imu ja ein großer Bewunderer von Lily. Und ja, ich weiß, es gibt nicht so viele Romanzen in One Piece, gerade nicht unter der Strohhutbande, das hat Oda klar gemacht. Aber was ist mit Imu? Könnte hier Lily wirklich ein Zündlein an der Waage sein? Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu viel hineininterpretiere, aber das könnte wirklich eine Dreiecksbeziehung am Ende gewesen sein zwischen Joyboy, Imu und eben Lily. Und wie sie verschwunden ist, könnte natürlich auch noch einiges aufklären. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass dadurch ein bisschen relativiert wird, warum Imu böse geworden ist. Weil wir haben ja gerade auch in der Schwebe darüber zu diskutieren, wer ist in dieser Geschichte eigentlich der Gute und wer der Böse. Vegapunk wollte sich ja nicht festlegen und das wird er auch nochmal in diesem Kapitel erklären, warum er sich nicht festlegen mag. Und Imu ist einfach deswegen böse geworden, weil ihm Lily entwischt ist oder dass er Lily verloren hat. Ich bin mal wirklich gespannt, aber das könnte wirklich größere Wellen schlagen, als wir bisher gedacht haben. Und ich rede jetzt nicht von der großen Flut, die die Welt überschwemmt. Als nächstes machen wir einen Schnitt nach Alabasta. Dort sehen wir Igaram und die Rennente Karu. Beide weinen über ein Poster, wo es eine Vermisstenanzeige von Vivi gibt. Finde ich super interessant. Ich habe mal selber eine Vermisstenanzeige von Vivi aufgegeben. Ich werde sie euch natürlich einblenden, weil das war doch ein Stück Arbeit und ich fand es eigentlich relativ witzig, dass das jetzt in One Piece tatsächlich gegeben hat. Wird wahrscheinlich ein bisschen anders da aussehen als mein Entwurf. Wir sehen des Weiteren Pell und Chaka und die stehen neben dem Grab von König Cobra. Ihre Reaktionen bekommen wir hier nicht erklärt. Dann geht es weiter mit Dr. Vegapunks Übertragung und er enthüllt, dass er realisiert hat, dass ein Bruchteil der Mother Flame gestohlen wurde und dass sie dazu benutzt wurde als Treibstoff für eine der antiken Waffen. Und damit haben wir endlich die Bestätigung. Die Superwaffe aus Kapitel 1060 ist die Uranus, weil es ja die einzige antike Waffe ist, die übrig geblieben ist, auch wenn wir sie natürlich nicht gesehen haben, aber jetzt haben wir die endgültige Bestätigung und natürlich auch die Annahme, die ich ja immer wieder erklärt habe von Dragon, dass eben Vegapunk nicht diese Superwaffe gebaut hat, sondern nur den Treibstoff, also die Mother Flame dafür hergestellt hat, aber scheinbar war das auch in seinem Unwissen, weil eben seine Erfindung zweckentfremdet wurde. Ja, und dann sind wir wieder beim Manhattan-Projekt und die Parallelen dazu zu Einstein und Oppenheimer und so weiter. Ja, Vegapunk wurde zum Zerstörer der Welten, buchstäblich für die One Piece Welt, könnte man meinen, ohne dass er es eigentlich gewollt hat, denn seine Sünde war ja nach der ewigen Energiequelle, nach der unendlichen Energiequelle zu forschen. Dadurch ist die Mother Flame entstanden und die Weltregierung hat sie irgendwie gestohlen und zweckentfremdet. Des Weiteren erklärt Vegapunk der Welt, nämlich etwas, was die Weltregierung versucht hat zu verheimlichen, dass das Lulusia Königreich mit dieser antiken Waffe zerstört wurde und sie wurde aktiviert mit der Mother Flame. Und er entschuldigt sich dabei, dass er dafür verantwortlich ist, dass er es zugelassen hat, dass durch ihn eine der antiken Waffen wiederbelebt wurde oder reaktiviert wurde. Interessanterweise weiß er aber nicht, wer sie benutzt hat. Ergo gehe ich auch davon aus, er weiß nicht, wer das Bruchteil der Mother Flame gestohlen hat. Und das sollte eigentlich auch erklären, dass er nichts von Imu-sama weiß und es auch nicht den Gorosei anhängt, dass sie eventuell die Mother Flame benutzt haben. Also er weiß auch nicht, dass sich die Uranus im Besitz der Weltregierung befindet, aber wir Leser wissen das nun. An dieser Stelle bekommen wir eine Reaktion von Moda, einem Milchmädchen, das wir das erste Mal in der Ace Cover Story gesehen haben. Sie war ja eine Einwohnerin des Lulusia Königreichs, hat sich aber noch rechtzeitig der Revolutionsarmee angeschlossen, ist also mit dem Schiff und zusammen mit Sabo nach Momoira Island ins Kamebaka Königinnenreich gesegelt, sonst wäre sie wahrscheinlich im Lulusia Königreich auch gestorben. Sie ist natürlich geschockt und ebenfalls geschockt ist Vizeadmiral Komil, der ebenfalls einen Auftritt hatte in der Ace Cover Story. Wenn ich so darüber nachdenke, sollte man vielleicht nochmal die Ace Cover Story durcharbeiten. Könnte interessant werden für die Zukunft von One Piece. Und wir sehen halt eben, dass sie voll geschockt sind. Also ihre Reaktion, dass das Lulusia Königreich zerstört wurde. Scheinbar waren sie doch nicht mehr so ganz in der Nähe, als die Uranus abgefeuert wurde. Denn sie wundern sich auch, dass dadurch eine antike Waffe eingesetzt wurde. Wir sehen auch Reaktionen, wenn über die Mother Flame gesprochen wird und über die antike Waffe von Momonosuke, der ja in Wano Kuni ist und weiß, dass sich unten die Pluton, eine weitere antike Waffe, befindet, und von Sir Crocodile, der ja ebenfalls auf der Suche nach der Pluton war, weshalb er sich ja Alabasta herausgepickt hat. Die nächste Reaktion bekommen wir von König Elisabello II., den kennen wir alle Charakter aus dem Dressrosa-Arc und er bittet einen seiner Berater, sofort nachzusehen, was es mit dem Lulusia-Königreich auf sich hat, denn er hat keine News, keine Informationen dazu bekommen, dass Lulusia auf einmal verschwunden ist. Dann machen wir einen Schnitt in das neue Marineford und wir sehen Reaktionen von Sengok und Zuru. Das ist nicht die Frau von Kinemon, sondern Vizeadmiral Zuru und seine Reaktionen. Und Sengok, der ist wirklich gestresst und stopft sich die ganze Zeit seine Reiskräcker in den Mund. Zurus Reaktion bekommen wir nicht erklärt, aber wir sehen auch die Reaktionen von Großadmiral Aka Inu und er verbrennt eine Zigarre in seiner Hand. Er ist wirklich wütend, aber nicht auf die Weltregierung überraschenderweise, sondern auf Vegapunk und er meint nur, so, du enthüllst also alles, Vegapunk. Also scheinbar wusste Aka Inu, was mit dem Lulusia Königreich passiert ist, spricht nicht für seinen Charakter, also scheinbar dieser ganze Wandel, den er nach dem Timeskip hatte, dass er auch die Gorosei zur Rede gestellt hatte wegen Doflamingo. Also für mich klingt das irgendwie nach einem Rückschritt für diesen Charakter oder es soll einfach mal klarstellen, dass dieser Charakter sich nie wirklich charakterlich weiterentwickelt hat. Erinnert euch zurück an den O'Hara-Vorfall, damals hat die Weltregierung ihm den Befehl erteilt, dieses Schiff zu versenken, wo ja eigentlich nur unschuldige Bürger waren, keine Forscher, ergo Teufel von O'Hara und er hat das einfach ohne mit der Wimper zu zucken getan. Deswegen kam es ja auch zu diesem Disput mit Aokishi, also mit Kuzan, weshalb sie ja auch dann später gekämpft haben, weil Kuzan nicht unter Aka Inu arbeiten wollte. Und jetzt weiß er scheinbar davon, dass das Lulusia-Königreich versenkt wurde und akzeptiert das einfach, weil die Gorosei, die Weltregierung, gesagt hat, nun, das waren halt einfach die Bösen, die haben das im Grunde verdient. Also, ich finde das wirklich nicht gut. Aber hey, ich warte mal ab, wie es mit Aka Inu noch weitergeht. Ich will ihn da nicht in Grund und Boden kritisieren. Wir machen jetzt einen Schnitt zurück nach Egghead Island. Wir sehen Stushi, die sich immer noch mit Edison unterhält. Sie fragt nach Erlaubnis, ob sie Kaku freilassen kann. Denn sie hat mitbekommen und gesehen, dass die anderen Cypherpol-Agenten nach unten auf die Insel gefallen sind, ohne eine Möglichkeit, sich aus dieser Zwangslage zu befreien. Deswegen möchte sie Kaku befreien. Edison entschuldigt sich bei Stushi, dass er ihr den Befehl erteilt hat, die Cypherpol zu betrügen. Denn er weiß nämlich, dass Stushi sie als Freunde sieht, auch wenn sie loyal zu Vegapunk steht. Und er erklärt jetzt nochmal, dass dieser Konflikt im Herzen von Stushi sie zu einem richtigen Menschen macht. Und das ist übrigens der Konflikt, wovon der Titel dieses Kapitels spricht. Dann geht es weiter mit York und sie ist erst einmal geschockt von der Übertragung von Vegapunk, als sie gehört hat, dass er weiß, dass die Mother Flame gestohlen wurde, weil sie ja scheinbar die Mother Flame gestohlen hat für die Weltregierung und sie das aber nicht synchronisiert hat, sondern das waren ihre geheimen Aktivitäten. Wir bleiben bei York und jetzt wird es spannend, denn es geht um die spezielle Teleschnecke und wo sich diese befinden können. Ich hatte nach den ersten Spoilern die Hoffnung gehabt, dass wir dieses Thema nach diesem Kapitel endlich abhaken können und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Leute, die geglaubt haben, es ist im Eisernen Riesen, ist das vielleicht eine gute Nachricht, aber für mich persönlich, und ich weiß, ich war dagegen, vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber das Ganze klingt hier mehr oder weniger sehr schwammig, denn York stellt quasi eigentlich nur eine Theorie auf, sie stellt eine Schlussfolgerung auf und zwar, dass Stella wusste, also der echte Vegapunk, dass die Weltregierung ihn holen kommen würde. Und deswegen glaubt sie, dass er die spezielle Teleschnecke nicht einfach nur verstecken würde. Sie ruft die Gorosei an und sagt ihnen, sie weiß, wo die spezielle Teleschnecke ist. Und zwar, der eiserne Riese muss sie gerade beschützen. Und ja, vielleicht ist die spezielle Teleschnecke tatsächlich im Eisernen Riesen. Wir hatten ja die Hinweise, dass sich Vegapunk da halb hinein teleportiert hat und da hat er vielleicht versucht, die spezielle Teleschnecke zu verstecken. Sie kann tatsächlich dort drin sein. Allerdings klingt das hier nicht sehr eindeutig. York hat die spezielle Teleschnecke nicht gesehen, wie es hier auch in den Spoilern steht, stellt sie nur eine Schlussfolgerung an und dass sie wirklich im Eisernen Riesen ist, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt. Sagen wir mal im hohen 90er Bereich bestätigt. Und ich sag's ganz ehrlich, mir war es eigentlich völlig egal, wo sich diese Teleschnecke befindet. Im eisernen Roboter, im Popo von Vegapunk, am Körper von York. Es gab ja sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Theorien dazu. Und ja, der eiserne Riese war eine sehr gute Theorie, das gebe ich auch zu. Aber bestätigt ist das noch lange nicht. Kann ja sein, dass Vegapunk um 2, 3 Ecken gedacht hat, um die eben York jetzt nicht gedacht hat. Und auf einmal ist die spezielle Teleschnecke dann doch irgendwo anders da. Aber auf jeden Fall sollte das dafür sorgen, dass etwas passiert, auf das wir gefühlt schon seit 50 Kapitel warten, nämlich, dass die Gorosei gegen den eisernen Riesen kämpfen und der nicht einfach nur ein riesiger MacGuffin ist in diesem Arc. Nun bekommen wir eine weitere Enthüllung über Joyboy, und zwar seine Idee mit den 3 antiken Waffen. Vegapunk erklärt nämlich jetzt, dass Joyboy vorgehabt hat, die 3 antiken Waffen an die späteren Generationen weiterzugeben. Aber er hat nicht verstanden, warum Joyboy so etwas tun sollte, und deswegen kann er ihn nicht genau einschätzen, ob er ein guter war oder ein böser war. Und jetzt sollte im Grunde auch klar sein, über wen Vegapunk nachgedacht hat, als er gesagt hat, dass er ihn nicht wirklich verstanden hat. Das Kapitel macht klar, dass Vegapunk nicht weiß, dass Imu existiert, weil er nicht weiß, wer die antike Waffe eingesetzt hat, und er kennt nur Joyboy aus diesen Geschichten und kann nicht ganz einordnen, ob das ein guter war oder ob das ein böser war. Er erklärt aber auch weiter, eines Tages werden wir schlauer sein, eines Tages wird es klar sein, ob Joyboy der Gute oder der Böse in dieser Geschichte gewesen ist, und an diesem Tage besteht das große Risiko, dass die Welt wieder überflutet wird. Und das ist die große Warnung von Vegapunk für die Welt. Während Vegapunk davon spricht, dass Joyboy geplant hat, die antiken Waffen an spätere Generationen weiterzugeben, sehen wir eine Reaktion von Shirahoshi. Sie ist ja selbst eine antike Waffe, die Poseidon, und einige andere Fischmenschen. Und dann erzählt Vegapunk weiter, dass es immer noch sehr viele Mysterien gibt um das leere Jahrhundert, aber es gibt diese eine Gruppe von Leuten, die alles wissen. Und zwar der Piratenkönig und seine Crew. Und während Vegapunk darüber redet, über die Roger-Piraten, sehen wir Krokos am Kap der Zwillinge. Und dann machen wir einen Schnitt zum Sabaody-Archipel, wo wir Leute sehen, die sich die Übertragung von Vegapunk in der Stadt anschauen. Also Ähnlichkeiten hier zum Kampf auf Marineford, wo wir auch Sabaody oft gesehen haben. Da gibt es ja riesige Leinwände. Ich weiß natürlich an dieser Stelle nicht genau, warum Vegapunk glaubt oder weiß, dass die Roger-Piraten alles herausgefunden haben, aber theoretisch macht das schon Sinn, dass sie alle Poneglyphe gefunden haben, denn auch schon bevor sie Kozuki Oden haben, hatte ja Roger nach den Poneglyphen gesucht, hat wahrscheinlich Abdrücke gemacht, so wie das die Strohbande auch getan hat, und später hat Kozuki Oden alles übersetzt. Also die Möglichkeit, dass die Roger-Piraten tatsächlich alle Poneglyphe hatte, die wahre Geschichte komplett kennt, ist nicht ausgeschlossen, und Rayleigh hat ja auch gesagt, ja, sie haben alles herausgefunden, aber sie waren nur einfache Piraten und keine Archäologen wie Nico Robin, deswegen haben sie das Ganze nicht wirklich verstanden. Aber Vegapunk möchte auf einen anderen Punkt hinaus. Er wirft nämlich den Roger-Piraten vor, dass sie diesen Teil der Geschichte kannten, also dass vor 800 Jahren die Welt im Ozean versunken ist um 200 Meter und dass die antiken Waffen dafür verantwortlich sind, weil die ein bisschen zu oft eingesetzt wurden während diesem großen Krieg. Und nein, damit ist nicht nur die Uranus gemeint, sondern auch die Pluton und auch die Poseidon, und dass sie keinem davon erzählt haben. Denn er sagt, warum haben sie nicht gehandelt? Aber ich denke, damit meint er, warum haben sie es keinem erzählt, damit andere hätten handeln können. Das war vor über 2 Jahrzehnten. Und dann hätte Vegapunk das nicht herausgefunden und man hätte ihm vorwerfen können, er hätte im leeren Jahrhundert rumgeschnüffelt und ihn deswegen exekutiert, sondern dann wäre das seit über 2 Jahrzehnten ein Fakt, den die ganze Welt kennen würde, und sie hätten schon viel früher handeln können. Er hätte schon viel früher handeln können. Also ich verstehe da seinen Punkt. Da haben wirklich die Roger-Piraten sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und wenn wir schon von den Roger-Piraten sprechen, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir befinden uns auf dem Sabaody-Archipel, also begeben wir uns auch in die Abzockerbar von Chucky. Dort sehen wir endlich Silvers Rayleigh mal wieder. Ist auch schon ziemlich lange her, und wenn, dann haben wir ihn nur kurz in einem Panel als Flashback gesehen. Aber hier sehen wir ihn real in der Gegenwart. Und wir sehen Chucky, die sich so ein bisschen über Rayleigh beschwert und sagt, Rayleigh, du trinkst zu viel und das bist nicht du, wenn du dich so derart betrinkst. Und dann sehen wir Rayleigh, wie er auf einem Stuhl sitzt und sein Kopf liegt auf der Bar und er ist komplett betrunken. Also es ist wirklich ungewöhnlich, wie betrunken er hier ist. Und er redet, beziehungsweise er säuselt hier auch ein bisschen und sagt: Ah, Mann, ich bin nur so ein alter Knacker und du redest zu viel, Vegapunk. Ein alter Mann wie du, der sollte der jungen Generation nicht das Abenteuer, die Aufregung ruinieren, du Idiot. Und im letzten Panel sehen wir, wie Rayleigh seinen Drink auf der Bar abstellt und er lächelt, wird ein bisschen nostalgisch und meint nur, und jetzt ist es ihr Spaß. Richtig, Roger? Wow, was für ein cooles Ende für dieses Kapitels. Und wir bekommen noch ein Editor-Note, denn dort wird geschrieben, dass derjenige, der die Wahrheit kennt, einfach nur lacht. Und das haben ja auch die Roger-Piraten damals auf Laugh Tale getan. Sie haben einfach nur gelacht, als sie gesehen haben, was das One Piece ist. Wow, Leute. Nach den ersten Spoilern hatte ich schon so ein Gefühl, dass das wieder ein gutes Kapitel wird, aber es ist sogar wieder ein Hype-Kapitel geworden. Oder findet ihr nicht? Wir haben wieder krasse Enthüllungen bekommen. Das Porträt im Raum der Blumen, was höchstwahrscheinlich Nefeltari die Lily zeigt, auch wenn es halb im Schatten liegt. Finde ich super interessant. Wir bekommen die Bestätigung, die Superwaffe aus Kapitel 1060 ist tatsächlich die antike Waffe Uranus. Einige hatten ja nach dem letzten Kapitel noch so ihre Zweifel, aber jetzt haben wir es quasi schwarz auf weiß. Und die Mother Flame. Sie wurde nicht von Vegapunk an die Weltregierung weitergegeben, damit sie diese Superwaffe einsetzen können. Nein, sie wurde ihm gestohlen, höchstwahrscheinlich von York. Und er weiß nicht mal, wer die Uranus eingesetzt hat, aber dass es seine Schuld ist. Das lässt wirklich tief über diesen Charakter blicken und natürlich auch der Unterschied zwischen dem Stellar und einem seiner Satelliten, also York. Und die glaubt ja zu wissen, wo sich die spezielle Teleschnecke befindet. Im antiken Riesen. Aber das sind nur ihre Schlussfolgerungen. Wird sie damit recht haben? Wir werden das im nächsten Kapitel herausfinden. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf dieses Kapitel. Und wenn es euch genauso geht, dann werft doch mal am Sonntag um 17 Uhr einen Blick auf meinen Twitch-Kanal. Da machen wir die Live-Reaction auf den offiziellen Release. Also ihr könnt da auch gerne mal reinschauen, auch wenn ihr die Fanübersetzungen lest, weil da bekommen wir vielleicht genauere Angaben. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, was ihr persönlich besser findet, aber ich mag den offiziellen Release und danach nehme ich natürlich für euch wie gewohnt die Review auf, wo ihr auch dann eure Fragen für die Nachbesprechung stellen könnt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin absolut gehypt auf One Piece. Ja, leider, wir haben eine Pause, aber ist doch egal, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, was in diesem Kapitel alles passiert ist und ein paar Theorien aufzustellen, ist doch auch ein Vorteil. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, wenn euch mein kleines Spoiler-Video hier gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Content. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine angenehme und tolle Zeit, ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Und ich sage Ade.